Helmut Delitz ist wegen schweren Raubes angeklagt. Der Maurer hat eine wilde Jugend hinter sich, doch seit seiner Hochzeit ist er zur Ruhe gekommen und ihn interessieren nur noch seine Familie und das Eigenheim. Für seine Frau und seine Tochter Sonja würde er alles tun. Sonja nutzt das gnadenlos aus und bittet ihre Eltern schließlich sogar um eine Bürgschaft, um ein eigenes Schuhgeschäft zu eröffnen. Doch der Laden geht pleite und die Eltern müssen die Zwangsversteigerung ihres geliebten, hart erarbeiteten Hauses fürchten. Sonjas Verlobter Robin, der angeblich Geld hat, könnte helfen. Doch er tut es nicht. Hat der Angeklagte ihn deshalb in seiner verzweifelten Wut überfallen und ausgeraubt? Sie heißen Helmut Delitz, geboren am 2. Mai 1966 in Köln. Sie wohnen in Köln, verheiratete Maurer und seit dem 18.08.2011 in Untersuchungshaft in der JVA in Köln. Am 16.08.2011 gegen 23 Uhr schlug der Angeklagte Robin Peisdorf in dessen Wohnung in Köln mit einer Stabtaschenlampe bewusstlos nieder und fesselte ihn auf einen Bürostuhl. Dann sperrte der Angeklagte den Gefesselten in die Speisekammer und durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen. Der Angeklagte nahm einen Flachbildfernseher, ein Handy, eine Videokamera und eine Skulptur sowie ein Bild in einem Gesamtwert von 7.500 Euro an sich und flüchtete. Robin Peisdorf konnte erst am folgenden Morgen befreit werden. Robin Peisdorf erlitt eine Platzwunde an der linken Schläfe und ein Schädelhirntrauma ersten Grades sowie Fesselmale an beiden Handgelenken. Der Angeklagte wird somit des schweren Raubs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und mit Freiheitsberaubung beschuldigt, strafbar gemäß § 249.1. Herr Delitz, wollen Sie sich zu diesem Vorwurf äußern? Ja, sicher will ich mich äußern. Ich habe diese ganze Nummer vor Gericht, die habe ich ja schon mal durchgemacht. Ich bin vor einigen Jahren, da bin ich wegen einer Dummheit, wegen Körperverletzungen, für 2,5 Jahre eingebuchtet worden. Ich habe mir damals geschworen, ich setze nie wieder einen einzigen Fuß in den Knast. Und jetzt sitze ich schon wieder in Untersuchungshaft. Ja, daran liegt, dass gegen Sie ein schwerwiegender Vorwurf vorliegt, ne? Glauben Sie allen Ernstes, ich würde so ein Risiko eingehen in der Situation, in der ich mich befinde? Haben Sie eine Ahnung, wie ich mir den Hintern aufgerissen habe, um ein vernünftiges Leben führen zu können? Haben Sie eine Ahnung, wie schwer es ist, für einen Ex-Knacki einen vernünftigen Beruf zu finden? Ja, ich höre das nicht zum ersten Mal. Ja, ich hab von Anfang an doppelt so hart arbeiten müssen wie alle Kollegen auf dem Bau. Ich bin abends noch als Pizza-Auslieferer unterwegs gewesen. Ich habe Nachtschichten an Wochenenden in der Fabrik geschoben. Alles nur, damit ich mir dieses kleine Häuschen mit meiner Frau leisten und ein vernünftiges Leben führen kann. Und jetzt durch diese verdammte Zwangsversteigerung, da steht alles auf der Kippe. Also, Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass ich mich jetzt in den Knast verabschieden gehe und meine Frau im Stich lassen würde. Sowas läuft bei mir nicht. Wieso soll Ihr Haus zwangsversteigert werden? Ja, wegen meiner Tochter und ihrem Freund, Verlobten, ja, was auch immer der Kerl ist. Meine Tochter ist 24 Jahre alt. Die hat keine vernünftige Berufsausbildung, hat es bisher noch in keinem einzigen Job länger als 3 Monate ausgehalten. Und dann hat ja dieser Robin, der hatte diese Schnapsidee von wegen, sie könnte ja einen Schuhladen aufmachen und ganz schnell ganz viel Geld verdienen. Und was haben Sie mit diesem Schuhladen zu tun? Ja, eigentlich nichts. Aber meine Tochter hat meine Frau und mich die ganze Zeit bequatscht und bekniet. Und dann sind wir eine Bürgschaft eingegangen, über 55.000 Euro. Ich habe von Anfang an ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache gehabt. Aber man will ja seiner Tochter auch nicht so eine Chance verbauen. Ja, Ihre Tochter hat sich leider... Sie bemüht sich auch. Bemüht sich auch. Das wollte ich gerade sagen. Sie hat leider etwas geschlurrt. Sie hat nichts getan, ne? Und ob? Also sie hat, was sie getan hat, ist, die hat Partys gefeiert. Die hat Kohle aus dem Fenster rausgeschmissen. Die war selber ihr bester Kunde. Mal ganz davon abgesehen, dass so ein Schickimicki-Schuhladen bei uns im Dorf sowieso nicht laufen könnte. Wer soll denn solche Designerschuhe tragen? Die Bäuerin von nebenan, die tagsüber in Gummistiefeln auf dem Trecker sitzt? Die hat sich total übernommen mit dem ganzen Laden. Und dann konnte die Kreditraten dann auch irgendwann nicht mehr bedienen. So, und dann stand ihr irgendwann das Wasser bis zum Hals und uns der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Nur, ich habe natürlich auch so viel Geld nicht zu Hause rumliegen. Ich konnte den Kredit auch nicht bezahlen. Meine Frau und ich verdienen auch nicht so viel. Und Wertgegenstände haben wir auch nicht in der Bude. Auf dem Haus lastet noch eine Hypothek. Ja, und dann stellt er sich hin und sagt, ja, da wird wohl auf eine Zwangsversteigerung hinauslaufen. Ja, super. Nur weil wir für unsere Tochter gebürgt haben, können wir jetzt für deren Schulden gerade stehen. Ja, das war doch alles vorhersehbar. Das sagen Sie ja eigentlich selbst. Sie kennen den Spruch, ne? Den Bürgen sollst du würgen. Ich meine, haben Sie sich allen Ernstes nicht mal irgendwie klar gemacht, welche Konsequenzen diese Bürgschaft am Ende für Sie haben könnte? Ja, aber Sonja hat uns auch hoch und heilig versprochen, dass sie sich bemühen wird. Und ich habe gedacht, das wäre auch eine Formalität für die Bank. Und deswegen haben wir dann auch Ja gesagt. Tja, sind wir eiskalt aufgelaufen. Jetzt haben Sie vorhin gerade schon gesagt, dass im Grunde auch dem Freund ihrer Tochter oder dem Verlobten ihrer Tochter die Schuld an dem Ganzen geben. Ja, natürlich.
Letzten Endes, der hat die doch die ganze Zeit so bekloppt gemacht. Und die wollte mit seinem, der hat gesagt, der ist ein TV-Produzent und irgendein wichtiges, hohes Tier. Und meine Tochter wollte natürlich mit dem mithalten. Hat die ganze Zeit nur noch gefeiert und Geld aus dem Fenster rausgeschmissen. Und letzten Endes, er hat sie ja auf diese Idee erst gebracht. Aber das hilft ja nichts. Sie mussten hier auf ein Wunder warten. Ne? Die gibt es zwar immer wieder, aber auch nicht immer. Ne? Also musste auf Nummer sicher gehen. Sie brauchen schnell Geld. Sie mussten schnell die Zwangsversteigerung ihres schönen Häuschens letztlich abwenden. Und da haben sie eben auf genau diesen Herrn, auf den Herrn Peisdorf gesetzt. Sind bei ihm eingestiegen, haben ihn ausgeraubt. Glauben Sie nicht, dass ich die Hohlfrucht von Anfang an durchschaut habe? Ja. Der mit seinem Geschwätz von wegen TV-Produzent, das habe ich dem doch gar nicht abgekauft. Und Sie können doch glauben, wenn ich so ein Risiko eingehen würde, tatsächlich irgendwo einzubrechen, dann suche ich mir doch irgendwo eine Stelle aus, wo es sich dann tatsächlich lohnen würde. Ich gehe doch nicht ein Risiko ein für bei so einem armen Schlucker. Also viel zu viel Logik, ganz ehrlich. Was weiß denn ich, was ist? Ich bin überzeugt davon, dass Sie Tat so begangen haben, also. Wo waren Sie denn zur Tatzeit? Ich bin an dem Abend bei mir zu Hause gewesen. Das kann Ihnen meine Frau bestätigen. Ja, ich habe in meiner Garage, die ich selber aufgebaut habe, da habe ich an der blöden Karre rumgefummelt, weil die verdammte Zündung wieder nicht funktionierte. Da habe ich von 9 Uhr bis Mitternacht habe ich da gesessen und daran rumgefummelt. Ich kann Ihnen mal was sagen, hier dieser kleine Hochstapler, der hat selber genug auf dem Kerbholz. Ne, der hat nämlich gerade mal richtig Ärger mit seiner Ex. Also was mein Mandant meint, ist, dass Robin Peisdorf der Vater eines einjährigen Mädchens sein soll, aber einen Vaterschaftstest eisern verweigert und auch keinen Unterhalt zahlt. Ja, ganz genau. Und die Carmen, seine Ex, die ist richtig sauer auf den. Und ich hab die kennengelernt. Also die ist mittlerweile meines Erachtens nach zu allem fähig, um endlich an ihr Geld von diesem Schwindler zu kommen. Und da verlässt sie sich nicht auf irgendein Gericht. Die hat die Sache selber in die Hand genommen, das schwöre ich Ihnen. Mann, diese ganze Situation mit Papa, das macht mich total fertig. Ich habe schon voll die Schwäche. Ich weiß. Aber die Verhandlung ist doch bald vorbei. Hm? Ja. Und dann kaufen wir dir einen neuen Schal, weil der hier hat Löcher. Dann haben wir endlich wieder mehr Zeit für uns. Das ist ja schön, dass ich dich vor deiner Aussage treffe, Robin. Gott. Du schon wieder, Carmen. Hier, das ist deine Tochter. Ich habe keine Tochter. Bei ihrem ersten Geburtstag. Du hattest keine Zeit für sie, kein Geschenk. Und sicherlich hast du auch nicht an sie gedacht. Lass mich einfach in Ruhe. Hau ab, Carmen, ja? Nein, das ist nicht meine Tochter, das hab ich dir schon 100 Mal gesagt. Sag mal, ich glaube, du spinnst. Ich lass dich erst in Ruhe, wenn du für deine Tochter zahlst. Es reicht, okay, genug. Lass uns in Ruhe. Wir wissen doch alle, was für eine entschuldige Schlampe du bist. Du brennst doch mit ganz kalt. So, jetzt reicht's mir langsam. Geh mal zurück in dein Zoo. Hast du den übrigens schon? Schatz, ich muss hier zu meiner Aussage kommen. Oh, das sind euch mal wieder ähnlich, dass ihr euch aus dem Staub macht. Hier, such dir davon einen aus, du dumme Kuh, du. Ach, halt doch die Fresse, du Idiot. Der Zeuge Robin Peisdorf bitte in den Sitzungssaal. Also wenn der Peisdorf nicht kommt, dann hören wir ihm den nächsten Zeugen. Tschüss, Schatz. Entschuldigung, Herr Richter. Hier bin ich. Sie warten doch auf mich, oder? Ja, wenn Sie Robin Peisdorf sind? Ja. Ja, dann nehmen Sie Platz, bitteschön. Sorry, ich wäre pünktlich gewesen, aber meine Ex, die Carmen, die hat mich schon wieder aufgehalten. Die Irre macht mich das Leben zur Hölle, wirklich. Mal, spricht man so von der Mutter von seinem Kind? Ich hab kein Kind. Herr Delitz, Sie sind jetzt mal gerade nicht dran. Ich kläre das alles mit dem Herrn Peisdorf. Ja, und Sie beleidigen auch bitte niemand, auch niemand, der draußen ist. Klar, ja. Als Zeuge müssen Sie ja die Wahrheit sagen. Ja, vielleicht werden wir über das ganze Thema später noch sprechen, aber jetzt zunächst einmal zu Ihren Personalien. Sie heißen Robin Peisdorf, 25 Jahre alt, Sie wohnen in Köln. Sie sind verlobt. Genau, mit Helmuts Tochter. Moment. Wir, beim Du sind wir noch lange nicht, ne? Immer noch Herr Delitz. Also gut, mit Herr Delitz Tochter. Was sind Sie vom Beruf? Ich arbeite für eine Filmproduktionsfirma. Als was? Produktionsfahrer? Nimm mal die Wolldecke aus dem Mund, man versteht dich gar nicht. Was? Ich arbeite als Produktionsfahrer für eine Filmproduktionsfirma. Ja? Und wenn ich Sie hier siezen muss, dann gilt das für Sie aber auch. Kamerad, siezen hat was mit Respekt zu tun. Und vor so einem Lügner wie dir kann ich keinen Respekt haben. Ich duze dich, solange ich will. Warum lüge ich denn, ne? Hallo? Hast du nicht selber erzählt, dass du ein ganz wichtiger TV-Produzent bist? Und es ist ja wohl was anderes, als die Plörren für eine Aufzeichnung durch die Gegend zu fahren, oder? Also, ich sag Ihnen eins, ja? Ich habe schon wichtige Projekte im Fernsehen gemacht. Und im Moment mache ich halt diesen Fahrerjob. Aber das ist nur übergangsweise, weil mein Projekt gerade Pause hat und... Dann mache ich eben den Fahrer, ist doch okay, oder? Ja, klar, und ich bin Prinz Karneval und morgen ist Weihnachten. Ja, alles klar. Ja, wenn Sie so weitermachen, ist morgen für Sie nicht Weihnachten, ja? Sondern Aschermittwoch. Schon klar, oder? Entschuldigung, aber der regt mich auf. Also, nachdem Sie der Verlobte sind von seiner Tochter, haben Sie trotzdem kein Zeugungsverweigerungsrecht, ja? Gilt nicht als Verwandte. Ich will aber gerne aussagen, ja? Weil ich möchte erzählen, wie er mich überfallen hat. Also, dann schildern Sie mal, wie dieser Abend des 16. August abgelaufen ist.
Also das war so, die Sonja, meine Verlobte, die hat so gegen 20 Uhr das Haus verlassen, weil die ihren Mädelsabend gemacht hat. Mhm. Und die wollte auch bei ihrer Freundin übernachten. Und dann habe ich mir ein paar Fantasy-Filme ausgeliehen und ist mir zu Hause gemütlich gemacht. Mit Sonja hätte ich sowas eh nicht geschaut. Und das war auch eigentlich ein ganz schöner Abend. Aber dann war auf einmal so ein heftiger Windstoß. Mhm. Und wo kam der denn her? Das habe ich mich auch gefragt. Weil eigentlich war nur im Arbeitszimmer das Fenster gekippt. Ja gut, das gekippte Fenster hat sich die Spurensicherung mal genauer angeschaut. Das ist wohl mit dem Brecheisen aufgehebelt worden. Ja genau, aber das wusste ich da ja noch nicht. Und noch bevor ich mich umdrehen konnte, da ist auf einmal so eine Taschenlampe, so eine richtig große Taschenlampe auf mich runtergesaust. Auf meinen Kopf. Haben Sie die Taschenlampe sehen können? Ja, das ging schon ziemlich schnell, aber die war schon groß, also bestimmt so groß und... Kann es die Taschenlampe gewesen sein? Genau, weil die war so schwarz-rot am Griff. Und? Genau die war das. Und Herr Delis, erkennen Sie die Taschenlampe? Erkennen Sie Ihre Taschenlampe? Die haben wir bei Ihnen zu Hause gefunden. Ja, aber an dieser Taschenlampe wurden keinerlei Spuren sichergestellt, die beweisen, dass damit auf einen Menschen eingeschlagen wurde. Ja genau, und außerdem habe ich mindestens 10 Taschenlampen noch zu Hause rumliegen. Und dass er dann mit seiner Beschreibung da einen Glückstreffer landet, die Wahrscheinlichkeit ist doch wohl ziemlich hoch, oder? Ich sag doch nur, was ich gesehen habe, bevor ich bewusstlos geworden bin. Und von ihm. Lass ich mich nicht einschüchtern, ja? Weil ich weiß ganz genau, dass Sie es waren, der diesen Überfall begangen hat. Weil Sie haben mich von Anfang an doch gehasst, oder? Ach Quatsch, ich hab dich noch nicht gehasst. Mir war nur von Anfang an klar, dass du schwul bist. Was? Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, was meine Tochter mir denn mit einem Schwulen will. Wieso soll ich denn schwul sein? Erst habe ich ein Mädchen geschwängert, jetzt soll ich auf einmal schwul sein. Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Ja, das mit dem Mädel, das war sicherlich ein Ausrutscher. Und wie ich darauf komme, dass du schwul bist? Ey, guck dich doch mal an, wie du rumläufst. Diese fliederfarbenen Hemdchen, dein Windelschal um den Hals. Ey, so läuft doch nur ein Schwuler rum. Also, was Sie da sagen, ist blanker Unsinn. Also, nur aufgrund des Äußeren, jemand in eine Schublade zu stecken, also das entspricht nicht dem heutigen Wissensstand, würde ich jetzt mal sagen. Herr Vorsitzender, es sind ja nicht nur die Klamotten. Sie müssen mal sehen, wie der Kerl sich verhält. Haben Sie den mal Kaffee trinken sehen? Wenn ich so Kaffee trinken würde auf der Baustelle, die würden mich einbetonieren. Der nimmt das Glas mit zwei Fingern. Oh, also jetzt reißen Sie aber, ja? Hör mal. Ich sag Ihnen eins, ich bin nicht schwul, ja? Und ich trinke meinen Kaffee, wie es mir passt. Fragen Sie doch mal Ihre Tochter, wie schwul ich bin, hm? Ich komm gleich runter, du. Ja, also jetzt passen Sie mal auf. Da und bewahren bitte Ruhe hier. Dass Sie beide sich nicht grün sind, das ist, glaube ich, klar geworden, ja? Aber sexuelle Ausrichtung oder wie man auf einer Baustelle Kaffee trinkt, das ist hier bitte nicht das Thema. Lassen Sie mich bitte noch eine Sache sagen, ja? Bitte. Weil ich weiß, warum er mich so hasst, ja? Das liegt nämlich daran, dass ich Sonja geraten hat, diesen Schuhladen aufzumachen. Und der ist jetzt ja den Bach runtergegangen, aber da kann ich ja nichts für. Aber er meint jetzt, dass ich daran schuld bin. Nein, ich kann dich nicht leiden, weil du Sonja im Stich gelassen hast. Als ihr das Wasser bis zum Hals stand, da hättest du ihr ja mal helfen können als dein Verlobter. Aber du hast dich verpisst, du hast gekniffen. Bei der ganzen Kohle, die du angeblich hast. Bleiben wir doch mal beim Sachverhalt, um den es hier geht. Ja? Sie haben gesagt, dass Sie durch den Schlag mit dieser Taschenlampe bewusstlos geworden sind. Laut medizinischem Gutachten haben Sie eine Platzwunde an der linken Schläfe gehabt und einen Schädelhirntrauma ersten Grades sowie Fesselmale an beiden Handgelenken. Das war gar nicht so schlimm, aber ich bin halt bewusstlos geworden. Ja, und aber die Geschichte mit den Fesselmalen müssen Sie mal, glaube ich, noch erklären. Ja, also ich bin dann wieder aufgewacht und dann habe ich gemerkt, dass meine Hände an einem Stuhl gefesselt waren und ich habe einen Knebel im Mund gehabt und einen Sack über dem Kopf. Und ich konnte nichts machen. Nur abwarten, was passiert. Ich war total hilflos. Haben Sie um Hilfe geschrien? Ja, ich konnte ja nicht schreien. Haben Sie nicht? Als meine Verlobte mich am nächsten Tag um 8 Uhr befreit hat, als sie nach Hause gekommen ist, da war das ganze Haus, war total durchwühlt. Das sah aus wie auf einem Schlachtfeld. Und ich habe sofort gesehen, dass mein Handy gefehlt hat und mein Fernseher. Was hat sonst noch gefehlt? Meine Videokamera. Ein Bild und eine Skulptur. Und alles zusammen im Wert von 7.500 Euro. Und die Sachen, die hat er geklaut. Hör mal, 7.500 Euro. Was hätte ich damit anfangen sollen? Damit hätte ich den Kredit doch gar nicht abzahlen können. Das ist ja noch nicht mal ein Drittel von dem, was offen steht. Darum geht's gar nicht, Herr Delis. Sie hätten zumindest die Zwangsversteigerung auf diese Weise rauszuhören können. Von daher war selbst dieser Betrag interessant für Sie. Aber ich sage Ihnen was. Sie dachten in dem Moment schlichtweg, dass der Peisdorf viel mehr Geld hat. Er, der reiche Fernsehproduzent. Deswegen waren Sie in der Wohnung drin. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, dass ich ihm diese TV-Produzentengeschichte nicht abgekauft habe. Ja, heute sind Sie klüger, der, klar. Nein, der hat die ganze Sache doch nur erfunden, um überhaupt an so eine Frau ranzukommen wie meine Tochter.
Also das lasse ich mir nicht bieten, ja? Ich sag's nochmal. Ich habe schon wichtige Projekte im Fernsehen gemacht. Und ich werde bestimmt auch weitere machen. Da habe ich überhaupt nicht gelogen. Ach ja. Na, Sie kennen sich ja wohl aus in dem Business, oder wie darf ich dazu? Nein, aber ich kenne mich aus mit Typen wie dir, die auf dicke Hose machen und wo nichts dahinter steckt. Ja, so einer bin ich ganz bestimmt nicht. Doch, genau so einer bist du. Wieso bist du denn nicht hingegangen und hast meiner Tochter geholfen, als ihr das Wasser bis zum Hals stand? Wieso hast du denn gekniffen? Weil Sonja das Geld nicht wollte. Sonja wollte nicht, dass ich ihr Geld gebe. So sieht's aus. Das ist ja doch jetzt ein wichtiges Thema. Haben Sie über dieses ganze Thema, finanzielle Art, mal mit ihm vor dem Überfall gesprochen? Ja, öfter. Und das letzte Mal, einen Tag, bevor er mich überfallen hat. Da ist er zu mir gekommen und hat um Geld gebettelt. Und ich habe gesagt, ich kann nichts geben, wenn Sonja das Geld nicht haben will. Und er soll mich endlich damit in Ruhe lassen, weil er mir total auf die Nerven ging. Und dann habe ich ihn rausgeschmissen. Herr Peisdorf, gehen wir doch mal weg von Ihrem Beruf und kommen zu Ihrem Privatleben. Sie haben es ja selber vorhin schon selbst angesprochen. Da gibt es doch eine Ex-Freundin, die hinter Ihnen her ist. Naja, Ex-Freundin, also ich habe mit Carmen ein, zweimal geschlafen. Okay, das gebe ich zu. Aber wir hatten keine Beziehung. Und jetzt will sie mir dieses Kind unterjubeln, aber das ist nicht von mir. Hatten Sie denn ungeschützten Geschlechtsverkehr mit ihr? Ja. Dann könnten Sie also auch der Vater sein? Theoretisch, aber die hat ja noch 10 andere gehabt. Ja, wahrscheinlich kennt sie die Namen nicht von den ganzen Männern, die sie hatte. Und, oder bei denen ist kein Geld zu holen, was weiß ich denn. Haben Sie denn dem Vaterschaftstest zugestimmt, den Carmen Brand von Ihnen gefordert hat? Nein. Nein, weil ich weiß, dass ich nicht der Vater bin und deswegen kriegt ihr auch keinen Cent von mir. Aber Sie wissen, dass es bei Carmen Brand finanziell ziemlich eng ist, oder? Ja, klar. Das hat sie mir ja 100-mal gesagt. Mhm. Aber ehrlich gesagt, das ist ja nicht mein Problem und geht ist mir auch ziemlich egal. Aber die Frau Brandt, die ließ sich davon nicht beeindrucken, oder? Sie hat ihm doch sogar gedroht, dass was passiert, wenn Sie ihr nicht endlich Geld geben, oder? Ja, ja. Deswegen habe ich sie vorhin ja auch als irre bezeichnet, weil mir ständig nachläuft. Und weil die Frau Brandt vor so gut wie gar nichts zurückschreckt, bin ich davon überzeugt, dass sie es war, die da bei Ihnen eingestiegen ist und sich das Geld, das ihr ihrer Meinung nach zustand, einfach selbst geholt hat. Na, das glaube ich nicht. Also, die Carmen, die ist wirklich durchgeknallt, aber Gewalt, das ist nicht ihre Sache. Also, ich bin überzeugt davon, dass das Herr Delitz war. Absolut davon überzeugt. Ist ja auch Ihre Tochter überzeugt, Herr Delitz, ne? Nein, die würde uns ja noch mal schildern, wie penetrant Sie die ganze Zeit gefragt haben, bist du heute Abend zu Hause nicht? Weil Ihnen es natürlich wichtig war, dass Ihre Tochter weg ist, wenn Sie den Verlobten überfallen. Oder warten Sie erst mal ab, ob meine Tochter aussieht. Warten Sie es mal ab, würde ich mal sagen, Herr Delitz. Fragen noch an den Zuhörer. Danke. Danke, Sie bleiben unvereidigt. Sonja Delitz, bitte schön, Sie dürfen den Platz nehmen. Sie lassen sich gerne aus der Ruhe, wenn Sie so aufschließen. Hi. Ja, guten Tag, Frau Delitz. Seine ganze Existenz steht auf dem Spiel. Nehmen Sie doch bitte Ihr Platz. Danke. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Ja, ja, ich weiß. Sie heißen Sonja Delitz, 24 Jahre alt. Sie wohnen in Köln. Sie sind verlobt. Sie sind ohne Berufsausbildung, glaube ich. Naja, das stimmt so nicht ganz. Also ich hatte meinen Schuhladen und der ist halt, ja, der ist irgendwie pleite gegangen. Aber das passiert mal. Musst du mich jetzt nachmachen? Entschuldigung. Ja, und ich arbeite mal gelegentlich als Handmodel oder Hostess und so. Gut, aber jetzt ohne feste Anstellung. Sie sind die Tochter des Angeklagten und als Tochter haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Wenn Sie nicht wollen, müssen Sie nicht aussagen. Doch, doch, ich sag's schon aus. Sie sind am Abend des 16. August, zumindest hat Ihr Verlobter das so gesagt, so abends gegen 20 Uhr von zu Hause aufgebrochen, weil Sie bei einer Freundin übernachten wollten. War das eine spontane Entscheidung? Nein, wir machen ab und zu mal so einen Mädelsabend und der Abend im August, der Dienstag, der war halt schon länger geplant. Und dann, ja, dann können wir entspannt chillen, weil jeder von uns frei hatte und es war halt... Wer wusste denn von Ihrem Vorhaben? Mein Schatz und ja, mein Vater halt. Hat mich am Tag davor, wie so eine 10-Jährige, hat er mich ausgequetscht. Wo gehst du denn hin und was machst du und wann hast du denn mal wieder Mädelsabend und so? Was? Ja klar, hast mich doch angerufen, hast gefragt, na, wann hast du denn wieder dein Mädelsabend und gehst du dann morgen tatsächlich hin und kommst du dann morgen früh auch wieder zurück oder bleibst du da? War das nicht so? Naja, wollt wahrscheinlich sicher gehen, dass Sie bei dem Überfall auf Ihren Verlobten nicht dabei sind, ne? Ja. Ich glaube das jetzt nicht. Hör mal, dieses Telefonat, das ist ja wohl völlig anders gelaufen. Papa, du hast jetzt mir doch aus freien Stücken erzählt von deinem Mädelsabend, wie sehr du dich darauf freust. Willst du mich jetzt hier als Lügnerin darstellen, oder was? Nee, aber du bringst einiges durcheinander, habe ich den Eindruck. Ich bringe nichts durcheinander, entschuldige mal. Hör mal, hat der Typ da drüben dir die Gehirnzellen schon so durcheinander gebracht, dass du jetzt deinen eigenen Vater belastest, oder was? Echt, du hast sie nicht mehr alle, wirklich, dass du immer auf ihn rumhaken musst. Ich hab sie nicht mehr alle. Guck mal, das du bist am besten Weg dazu, deine Mutter und mich zu ruinieren. Ja, bla, es kommt da schon wieder mit dem Laden, Entschuldigung, Herr Richter. Ich hatte ja diesen Laden, ne? Und ja, dass er halt pleite gegangen ist, da kann ich auch nichts für. Das passiert mal. Da kann ich nichts also, für. Sie hat Sonja, ein Geschäft. Na, reden wir doch mal darüber. Worauf führen Sie es denn zurück, dass Sie mit Ihrer Selbstständigkeit gescheitert sind? Ja, ich weiß auch nicht. Also,
ich habe wirklich, Herr Richter, ich habe wirklich alles getan, damit der Laden läuft, aber das war halt nicht so. Also, Sonja, bitte. Du warst doch selber deine beste Kundin. Ja, Papa, was heißt hier beste Kundin? Ja, ich hatte zum Beispiel Herr Richter, ja? Mein Vater kapiert gar nichts davon, ja? Von Mode und sowas. Ist nicht sein Ding. Aber ich hatte diese super schicken Schuhe, so wie die hier. Hab die mal angezogen, auf ein paar Partys, um Promotion zu machen. Und hab halt aus Werbezwecken. Muss man machen. Sonja, hör doch auf Werbung. Das ist doch Quatsch. Du bist nur noch am Feiern gewesen, hast Geld rausgeschmissen, um es deinem blöden Fatzke danach zu machen. Hör doch auch auf ihn rumzuhacken. Das machst du andauernd. Der kann doch überhaupt nichts Und infolge der Party sollen sie ja oftmals den Laden nur unregelmäßig oder gar erst nachmittags aufgemacht haben, was eine Reihe von Kunden verschreckt haben soll. Ja, aber das finde ich total unfair. Das war doch nur ein oder zwei. Ach komm, hör auf, Sonja. Da hing jede Woche hing da ein Schild dran, aus persönlichen Gründen geschlossen. Papa, was hätte ich denn machen sollen? Sollte ich euch da hinstellen? Ich wollte, ich habe wirklich alles getan, damit er nicht aus Bürgen dastehen muss. Aber das hat halt nicht funktioniert. Meine hat halt Güte, nicht funktioniert. War halt auch mein Traum. Ich wollte, dass es geht, aber es lief halt nicht. Wir haben es ja nicht mit Ihren Eltern darüber gesprochen. Nee, erst Oder mit Ihrem Verlobten. Naja, er hat ja nichts damit zu tun, weil das ist nur eine Sache zwischen mir und meinen Eltern, die ganze Sache mit Kredit und mit dem Geld, das ist... Sonja, ja. Entschuldige mal bitte, der Kerl möchte dich heiraten. Der sollte der allererste Ansprechpartner sein. Ja, Papa, sein. Wir haben das ja schon mal geklärt. Ich will aber nicht, dass er denkt, ich will ihn nur wegen seinem Geld, verstehst du? Welches Geld? Der Kerl, der ist kein Produzent, der ist ein ganz normaler Fahrer. Er ist ein Produzent von Fernsehsendungen, ja? Und er ist ganz wichtig in seiner Firma, der verdient auch ordentlich. Sonja, das macht er dir doch nur vor, weil er sonst gar nicht an dich rangekommen wäre. Oh, du kennst ihn doch gar nicht, das ist mein Freund. Baba, entschuldige mal, lass mich mal kurz ausreden, das ist mein Freund, Herr Richter, der hat zu Hause ganz viele Konzepte, der Robin, ne? Der arbeitet wirklich hart, der hat ganz viele Konzepte von Fernsehsendungen. Und das hat er mir alles gezeigt, es läuft, im Moment ist es halt ein bisschen schwierig auf dem Markt, aber jeder kennt das. Ich meine, du solltest das ja auch wissen, ne? Wie das ist, wenn man mal Schwierigkeiten und eine Pechsträhne hat. Ich will dir eins sagen, wenn du den Typ heiraten willst, der versucht, uns alle ins Verderben zu bringen, dann red ich kein Wort mehr mit dir. Jetzt habe ich total Angst bekommen, das werde ich, aber ich werde ihn sowas von heiraten. Dann ist die Sache ja geklärt. Ja, die ist sowas von geklärt, entschuldige mal. Noch nicht ganz, ich habe da nämlich noch einige Fragen an Sie, Frau Delitz. Kennen Sie denn eigentlich die Ex-Freundin Ihres Verlobten, Carmen Brandt? Oh Gott, ja, die... Ja, das ist eigentlich, ich muss es mal kurz klarstellen, das ist keine Ex-Freundin, sondern das ist eine Affäre. Da lief vielleicht im betrunkenen Zustand mal ein, zwei Mal was. Ja, und jetzt hat sie halt Wind bekommen davon, dass er Geld hat und will ihm irgend so ein Kind andrehen dabei. Sie treibt es wirklich mit jedem. Also es könnte wirklich 10 andere Väter geben. Aber wenn Sie und Ihr Verlobter sich da so sicher sind, dann müssen Sie doch einen Vaterschaftstest nicht ablehnen. Ja, nee, aber da kann ich ihn schon verstehen, weil warum sollte man sich auf so ein Niveau begeben und überhaupt das machen lassen, wenn so viele andere in Frage kommen? Außerdem kostet das ja auch was. Naja, aber diesen Vaterschaftstest hätte in der Regel nicht Ihr Verlobter bezahlen müssen. Ja gut, aber ich kenne mich da auch nicht aus mit solchen Sachen, aber ich finde, ja, muss das wirklich sein? Die nervt auch wirklich. Vorausgesetzt, es wäre wirklich rausgekommen, dass der Herr Peisdorf nicht der Vater ist. Dann hätten Sie sich doch ein für alle Mal Ruhe verschaffen können von Carmen Brandt. Naja, das wäre schön, weil die ist wirklich krass. Die ist so eine krasse Stalkerin, die Frau. Also die ist auch tatsächlich, die kommt zu mir. Ich habe gar nichts mit ihr zu tun. Die kommt zu mir in den Laden und macht da total Stress. Hat sie tatsächlich mal gebracht. Also muss man sich vorstellen. Was hat sie denn da gesagt? Ja, die stand auf einmal vor der Tür und meinte, also ich habe richtig Angst bekommen, die müssen Sie mal anschauen, wie die aussieht. Stand die da und hat gesagt, ja, sag deinem Schatz, wenn er nicht für seine Tochter zahlt, dann gib Stress, dann wird was passieren und so. Ich meine... Wann war das denn genau? Das war so vor einer Woche, bevor bei ihm eingebrochen wurde. Ach, sieh mal einer an. Ja. Und kurz darauf ist dann tatsächlich etwas was passiert. Was denn schon wieder? Nachdem ihr Verlobter ja wieder nicht bezahlt hat. Ja? Wissen Sie, was ich mir da gut vorstellen kann? Da ist eben Carmen Brandt bei ihm eingestiegen und hat sich das geholt, was ihr in ihren Augen zustand. Das kann ich mir gut bei ihr vorstellen, weil die hat... Ja, das interessiert mich herzlich wenig, was Sie sich vorstellen können, hätte ich gesagt. Ja, so Äußerungen, wie es eben von Ihnen gesagt wurde, Herr Vorländer, so Äußerungen sollen ja auch von Ihrem Mandanten gekommen sein. Das würde Sie Frau Brandt gleich bestätigen. Oh Gott, naja, aber bei ihr würde ich auch aufpassen, weil sie... Ich passe bei allen auf, bei Ihnen aber auch. Weil was, weil... Ja, weil die lügt einfach, die Frau. Also der würde ich nicht mal guten Morgen glauben, ganz ehrlich. Gut, weiter Fragen? Keine Fragen. Dann bleiben Sie unvereidigt. Dankeschön, Carmen Brandt. Dann schauen wir doch mal. Sie dürfen den Platz nehmen.